Recht herzlich willkommen zur 167. glaube Folge von Kerbal Space Programm. Ja, wir haben letztes Mal hier die Beine gehabt und die haben ja nicht gehalten. Deswegen würde ich jetzt mal ganz einfach zack sagen, lass uns mal Vierer da dran machen, ne? Er hat wieder drei gemacht, okay. Ich möchte gerne Vierer haben. Naja, jetzt ist es. Naja, egal, lassen wir so. Gut, ja, vielleicht kriegen wir es dann mit der Landung hin, weiß ich nicht, müssen wir dann mal gucken. Speicher das Ganze, gehe auf die Startrampe, nachdem du geguckt hast, ob der richtige Pilot drin ist. Ist er noch? Also dann können wir definitiv starten. Momopropulen. War raus. Gut. Starten. Gut, dann wollen wir diesmal gucken, ob wir das ein bisschen diesmal hinkriegen mit dem, ne? Ab. Was war denn da jetzt passiert? Ein bisschen gewackelt, als sie da sich hinstellte, oder? Kann das sein? Naja, passt schon. Ja. Das bedeutet, das ist alles richtig, ja. Wir wollen jetzt gucken, dass wir da hinten irgendwie hinkommen. Wir wollten letztes Mal schon hier zu unserem Radarkomplex. Mal schauen, ob wir das diesmal hinkriegen, würde ich sagen, ne? So, 3, 2, 1, go. Und dann starten wir mal langsam hier hoch. Ich möchte jetzt auch nicht zu schnell werden. Und das machen wir diesmal ein bisschen geschickter vielleicht. Den Schub wegnehmen wieder. Das gefällt mir nicht. Das ist schon wieder zu viel. Schon zu hoch. Vor allem in die falsche Richtung. Ein bisschen mehr Schub. Jetzt fallen wir doch zu stark runter wieder. Nein, das war wieder nix. Aber jetzt hauen wir da mal die Schirme raus. Und dann kommen wir da auch runter, ne? So, diesmal eine sanftere Landung vielleicht. Mit den Schirmen. 2 Meter die Sekunde, da kommen wir doch jetzt diesmal besser runter, oder? Denke ich mal, oder? Da hat es dann wieder ein Ding ins Bein erwischt. Naja, aber ist gelandet. Sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nah genug dran sind. Wahrscheinlich auch nicht, weil hier die Linie ist, ne? Das wäre jetzt der Hammer, oder? Crew Report. Gibt's nix. Läuft, oder? Ja. Da sind unsere Messinstrumente. Auch nicht. Auch nix. Das ist ja jetzt voll dämlich, wa, oder? Da gibt's minimale Punkte. Da auch. Was fehlt uns noch? Haben wir noch ein S2, 3, 4? Ich glaube, wir haben alle Messinstrumente benutzt, oder? Türen schließen. Dann kann er noch aussteigen. Und Eva-Bericht ist auch leer. Und die Probe ist minimal. Das hat jetzt vollgebracht, oder? Space ist loslassen. Der kleine Mann sich in der
fallen lassen. Jetzt will ich doch mal wissen, wenn wir dahin marschieren. Hier ist doch die Kante gleich, ne? So, jetzt sind wir auf dem Grund nämlich und jetzt gehen wir von aus, da gibt es einen neuen Bericht. Super, oder? Ortungsstation, wir sind wirklich so ganz knapp daneben. Ja. Datengröße, dann wird's ja, nimm's mit, ist egal, ne? Oberflächenprobe. Ne, machen wir nicht. Wir behalten das letzte, was wir haben. Wir können hier aber noch eine Flagge aufstellen. Da gibt es dann auch noch mal Punkte für, oder wie sehe ich das? Krass. Okay, ich glaube. Ortsname. Ist die Ortungsstation. Tafeltext brauchen wir jetzt nicht, fertig. Ja, dann gehen wir mal zurück. Das ist jetzt echt Hammer, oder? Dass die paar Meter jetzt gereicht haben, nicht dahin zu kommen. So, dann steigen wir wieder ein. Klettern. Nochmal klettern. So, jetzt sind wir wieder dran, ne? Fallschirme haben sich schon erledigt. Einfahren. Sind alle eingefahren, ne? Jetzt machen wir gerade. Das ist ja nicht weit, ne? Können wir uns da hin bewegen? Stopp mal. Jetzt ist alle. Geht doch nicht mehr. Schade drum, ne? Das ist der Hammer. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Das ist der Hammer, oder? So, passt. Bleibt so. Rutscht nicht mehr weg, oder? Ne. Jetzt können wir den natürlich nicht resetten, oder? Doch, können wir. So, jetzt kriegen wir die Punkte, die wir haben wollten. Ne? Thermometer da unten. Auch. Barometer. Auch. Den öffnen. Türen öffnen. Frachtraum ansehen. Mitgenommen. Ja. Die vier Klamotten haben wir. Crew-Report gibt's da. Nehmen wir auch noch mit. Ja, jetzt nochmal aussteigen. Geht jetzt gerade nicht. Falsche Lage. So, jetzt kann er aussteigen.
Eva-Bericht nehmen wir jetzt mit. Oberflächenprobe nehmen wir auch mit. Und einsteigen. Trotzdem an Bord gehen. Und dann haben wir die Punkte jetzt eingesammelt, ne? Ist der Hammer gewesen jetzt, dass das nicht geklappt hat. So. Gut, dann würde ich sagen, war's das jetzt hier? Können wir wieder weggehen. Ab zum Zentrum. 30 Punkte verdient. Das ist doch schon mal was. So, weiter. Fertig. Da ist die Flagge von der Ortungsstation jetzt. So, ja. Das bedeutet als nächstes hier zur Fahrzeugfabrik. Der nächste Flug dahin. Ja. Firmenzentrum, Wartungsfabrik, da müssen wir jetzt die Punkte holen. Da haben wir sie geholt. Dann können wir da rein. Ja, und das ist schon das Richtige, ne? Wir sind wieder Beine abgebrochen, ne? Haben wir wieder gehabt, ne? Ist klar. Hat uns also nicht wirklich weitergebracht. Ich will's wissen, ob es auch anders funktioniert. Jetzt haben wir 5. Dann müssen wir jetzt schon 2 Sechse wegbrechen, ne? So, speichern wir und das Ding machen wir noch. Gucken, dass wir dahin fliegen können. So, er sitzt da wieder drinne. Wir starten jetzt wieder hier. 3, 2, 1, go. Und Raketen an. 10 ab. Einmal die Leiter bitte sehen. So, Schub wegnehmen, das war jetzt wieder falsch. Mehr Schub. Schub. Schirme raus. Mehr Schub einmal gerade, gut. Bisschen noch nach da hinten müssen wir. Sehe ich natürlich nichts. Ziehen wir unsere Schirme noch hinterher, ne? Ist klar. Aber ich glaube, wir können diesmal schaffen, da zu landen, ne? Ja, machen wir den Rest weg. Nee, ne? Und wieder ein Bein weg. Und du glaubst es nicht, ne? Wir sind wieder nicht auf dem Ding drauf. Es fehlen just ein paar Meter, ne? Hammer, oder? Okay, gleicher Trick wie von eben machen wir jetzt. Nur noch ein Bein dran, ne?
gucken, wo die Luke ist. So, die wenigstens oben liegen haben. So passt's. So. Auf ein neues. Das passt jetzt. Mitnehmen. Meine Türen schließen. Den GU aktivieren. Mitnehmen. Temperatur messen. Mitnehmen. Druck mitnehmen. Eva. Ne, jetzt muss ich das Mannequin erwischen hier, den Körbel, Eva-Bericht mitnehmen und Oberflächenprobe mitnehmen. Haben wir beides gemacht. Wieder rein. Hier habe ich den Crew-Report noch nicht gemacht. So, und dann habe ich, glaube ich, alles, ne? Gut, okay, das ist dann soweit wieder gut. Können wir wieder bergen. Ja, 29,4 Punkte waren das diesmal. Sind wieder über 50. Das Fähnchen haben wir nicht gesetzt, naja. Gut, fertig, würde ich sagen. Jetzt haben wir 95,6. Lass uns mal gerade gucken, ab wie viele Punkte gibt's was? Ab 160. Gut, dann müssen wir noch ein paar Punkte einsammeln. Haben wir aber erstmal für diese Runde genug gemacht, denke ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.